Hier ist uns einmal aus Offenburg, Philipp Stroh. Dankeschön. Bayreuth, ich habe eine Frage an euch und diejenigen unter euch, die diese Frage mit Ja beantworten können, bitte ich um ein animalisches Geräusch. Sind unter den Anwesenden Fans der Musikrichtung Metal? Ein paar waren dabei, ein Handzeichen habe ich bekommen. Für alle anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, da müsst ihr jetzt durch. Denn ich habe einen Text über den Metal dabei. Hallo, mein Name ist Philipp und ich bin Metal-Fan. Gesang, der Dämonen heraufbeschwört. Gitarren, die dein Gehirn in Scheiben zersägen. Bass, der die Härte in die Magengrube boxt als Rocky in seiner besten Zeiten. Und dein Schlagzeug, das galoppiert wie ein koksendes Einhorn, auf dem du in den Sonnenuntergang reitest und der feineste Trampel ist. Das ist Metal. Ich liebe Metal. Wenn ich nicht gerade ein Bandshirt trage, sieht man mir das vielleicht nicht an. Viele Leute sind überrascht, wenn ich mich als Metal-Fan oute, weil ich ja gar nicht so aussehe. Aber wie muss man eigentlich aussehen als Metal-Fan? Lange Haare? Niedengürtel? Ein mit Met gefülltes Trinkhorn in der Hand? Das sind Klischees. In Wahrheit ist im Trinkhorn natürlich Kinderblut. Spaß beiseite. Erste Regel. Metal ist für alle da. Egal wie du aussiehst. Es gibt viele Vorurteile über Metal-Fans. Eins davon ist, dass wir aggressiv seien, weil wir ja diese aggressive Musik mögen. Wisst ihr, was mich aggressiv macht? Mich macht aggressiv, wenn im Büro ein Radiosender läuft, der, Zitat, den besten Musikmix spielt, welcher, wie sich herausstellt, aus 10 Seichen Liebeslieder besteht, die sich den kompletten Tag lang wiederholen. Metal ist aggressive Musik, ja. Aber sie macht mich nicht aggressiv. Sie ist eine Energiequelle, an der ich mich auflade und entlade. Sie ist manchmal einfach ein unterhaltsamer Horrorfilm ohne Bild und manchmal Ausdruck intimer Emotionen, die sich gar nicht anders ausdrücken lassen. Ein weiteres Vorurteil? Metal ist einfach nur Krach und Geschrei. Falsch! Metal ist tatsächlich die vielfältigste Musikrichtung der Welt. Denn kein anderes Genre hat so viele Untergenres. Es gibt Black Metal, Death Metal, Thrash Metal, Doom Metal, Folk Metal, Groove Metal, Power Metal, Progressive Metal, Symphonic Metal, New Metal, Metalcore und viele, viele mehr. Und die Untergenres haben sogar ihre Unteruntergenres. Beispiel Death Metal. Melodic Death Metal, Brutal Death Metal, Technical Death Metal, Blackened Death Metal, Romantic Death Metal. Okay, das letzte habe ich mir ausgedacht. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das Spektrum reicht von super stumpf bis hochkomplex. Da ist für jeden was dabei. Und ich selber höre auch längst nicht alles davon. Apropos, was ist die dümmste Antwort, die man auf die Frage nach dem Musikgeschmack geben kann? Auch ich? Ich höre alles. Halt dein Maul, niemand hört alles. Leuten, die mir im Gespräch über Musik sagen, ich höre alles, denen setze ich immer direkt meine Kopfhörer auf, spiele Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse und frage dann, bist du sicher? Meistens kommt da nichts mehr zurück. Meine Dates sind in der Regel auch sehr kurz. Dafür effizient. Schnell entsteht der Eindruck, wir Metal-Fans seien intolerant, weil wir nur auf böses Teufelszeug stehen. Aber habt ihr euch mal überlegt, dass Metal-Fans eigentlich die tolerantesten von allen sind? Ich lege mich nicht an den Badesee und beschalle die Allgemeinheit aus meiner Bluetooth-Box mit Slayer. Ich muss mir den Deutschrap von den halbstarken Möchtegern-Gangstern anhören. Wir drängen den Normalos unsere Mucke nicht auf. Aber umgekehrt, wenn ich im Supermarkt bin oder im Café sitze oder mir eine Jeans kaufen will, dann dröhnt aus den Boxen Pietro Lombardi und erklärt mir, welches Senorita er als nächstes knattern will. Und Metal-Fans nehmen das hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir sind's gewohnt. Uns fragt niemand, ob das jetzt in Ordnung ist oder vielleicht doch zu krass. Wir leben damit, dass wir im Alltag meistens nicht repräsentiert werden. Normalos finden uns komisch.
Sie finden es komisch, dass Metal-Fans auf Festivals gehen, wo eine Band lauter und brutaler performt als die andere, wo die Gäste tanzen, als würden sie die Luft verprügeln und ihren animalischen Trieben freien Lauf lassen und sich wortwörtlich im Schlamm wälzen, bis man nicht mehr sicher sein kann, ob das doch Menschen in Europa oder Orks in Mordor sind. Normales finden das komisch. Wisst ihr, was ich komisch finde? Ich finde es komisch, wenn irgendeine Letizia sich Glitzersteinchen in die Fresse klebt, bunte Überraschungstabletten einschmeißt und sich bei der Fusion mit 10.000 anderen Honks vor die Bühne stellt, um einen Typen anzuschauen, der seinen Laptop dabei hat. Aber ey, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wusstet ihr eigentlich, dass man Metal auch als Adjektiv nutzen kann? Immer, wenn etwas auf positive Art brutal und einfach badass ist, kann man es als Metal bezeichnen. Vielleicht wart ihr auch schon mal Metal, ohne dass es euch bewusst war. Hast du schon mal deine Katze nur mit einem sehr bösen Blick davon abgehalten, das Glas über die Tischkante zu schieben? Metal. Hast du es schon mal so wild getrieben, dass das Bett zusammengekracht ist? Metal. Hast du das geschafft, ohne dass eine zweite Person dabei war? Richtig Metal. Ihr merkt schon, Metal ist mehr als nur eine Musikrichtung. Es ist ein Lebensgefühl. Wenn ich jetzt auch nur einen Menschen hier dazu gebracht habe, sich mit Metal auseinanderzusetzen, dann hat sich dieser Text schon gelohnt. Und wenn wir in Zukunft alle mehr Verständnis für extreme Leidenschaften und andere Geschmäcker aufbringen, neugierig sind, ohne zu verurteilen und uns gegenseitig für unseren kranken Scheiß begeistern, dann probiere ich vielleicht auch mal das mit den Glitzersteinchen. Und dann wäre das pretty fucking metal.